So, Livelüt. Seid ihr alle da? Habt ihr Bock? Weiter auf Landersum. Tag. Tag gesagt. Rapfeier. Niedersachsen Gaming. Hüwe. Mike. Fan-Favorit. Holgi. Einen wunderschönen guten Abend. Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Born for Farming, Krummi sind auch dabei, Wilhelmsburgi, Kashibu, Ballenschubser, einen wunderschönen guten Abend, Zielinski, Jagger bei Twitch, Mada90, auch ihr, schönen guten Abend, und Heiko19, einen wunderschönen, Jan Schubert, auch dabei, Moinsen, Holiday, einen wunderschönen, Racing Team Oberwiese ist mit dabei, Lean LP, einen wunderschönen guten Abend, herrlich, dass ihr alle da seid, Uwe auch, schön, dass du da bist, moin, DJ ist mit dabei. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Alter Hüwe, mein Junge, da. Vielen, vielen, vielen Dank für 1000 Bits. Heiliger Bimbam. Kartoffelauflauf, grüß dich. Moin. Hüwe, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist, war nicht fehl. Das ist Kapoman. Schönen guten Abend. Moin, ist wild. Zapul, grüß dich. Moinsen. Schönen guten Abend, Waffel. Grüß dich. Tom Trecker, einen wunderschönen. Moinsen, Dodo Kraft. Moin. Ich kenne dich noch nicht so lange, aber hast du eine Modliste? Nee. Nein, Modliste führe ich einfach deshalb nicht, weil das sich zu oft ändert. Ihr könnt immer fragen gerne, ne, wo kommt eine Mod her? Ich weiß meistens, sag ich mal, die Ursprungsquelle oder den Modder, wo man das dann findet, und das sage ich dann auch gerne, aber da das bei uns dann gewissermaßen in der Regel umgebaut ist, finde ich, macht die keinen Sinn, das zu führen, so eine Modliste. Mosa Connor, einen wunderschönen guten Abend, Rapfeier, Ehre, Ehre. Vom Träger hatten wir dabei. Dankeschön fürs Follow, Gamerboy. Und Flo Driver, ein wunderschön. Das ist eine coole Ansicht, dass man nur dich ohne Hintergrund sieht. Ja, jetzt ist völlig clean hier, ne? Nur hier dieser blöde Schatten da irgendwie, ne? Das ist. Aber gut, der lässt sich nicht ändern. Dann müsste ich irgendwie komplett Rundumstrahlung, Bestrahlung hier haben. Das geht dann auch nicht. Luke Lehmann, Moinsenmagger, grüß dich. Ja, und wer es noch nicht gesehen hat, wir haben so ein paar neue Emotes für Follower, kann man die einbinden im Twitch. Das heißt, die Emotes, die ihr auch als Follower ohne Abo und so weiter nutzen könnt, knallt die gerne rein. Macht voll den Chat. Immer her damit. Man kann auch mal, wenn man ganz wild unterwegs ist, so einen, nur Emote-Chat machen, wenn das jetzt klappt. Dann könnt ihr nur Emotes reinposten. Volle Elle. Feo, grüß dich, schönen guten Abend. Metall 213 ist wild. Genau. Immer ran damit. So, Lips. Und dann nicht nur ein, gleich fünf Stück hintereinander. Immer ab dafür. So kann man es mal machen. Jo. Ja, geil. Ja, geil. Es läuft bei euch. Das läuft bei euch. Jo, ich danke schön für den Follow und Feo auch. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Moin. Zone. Ja, nee, ist klar. Alkoholik Camping. Moin. Grüß dich. Ein wunderschön. So, gehen wir mal wieder raus hier. Muss nicht sein, ihr könnt schreiben. Ehrenrentner. Ja, ja, genau. Ehrenrentner. Wer die Acker kommen hier direkt vor Ort. Jo, ich grüß dich. Schönen guten Abend. So. Ja, wir machen heute weiter auf Erlandersum. Insgesamt. Ausgabe 6 ist das jetzt schon. Und letztes Mal hattet ihr uns gesehen, wie wir mit, ja, quasi im Doppelpack mit den, mit der Mähwerk-Kombi, mit den Butterflies unterwegs waren. Ja, ich stehe hier davor. Das Ergebnis ist folgendes. Wollen wir mal eben reingucken. Ergebnis ist folgendes. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht mehr viel. Ja, ein Regen, ein Ungewitter kam uns dazwischen. Wir konnten nicht raus. Ging nicht. Ja, jetzt
ist das Zeug verdorrt. Was schaut's mal? Ich denke mal, wenn Rapfire, der Grünland um alles liebt, dem wäre das nicht passiert. Aber Wetter können wir nicht beeinflussen. Wir müssen jetzt nur einfach ein bisschen mehr aufs Wetter achten. Da uns mal wieder ein bisschen an orientieren. Jetzt ist nur Sonne voll. Samstag soll es regnen. Ja gut, bis dahin. Und stattdessen werden wir heute mit der Ernte loslegen. Ja, Joll, ich grüße dich. Was für ein Thrustmaster Joystick hast du? Und der Flight X-Stick ist das. Den Logitech Extreme 3D Pro kann ich empfehlen. Nutzt Schraubstockkalle. Chris nutzt den. Viele in der LS-Szene nutzen den. Und berichten da eigentlich auch mal von guter Haltbarkeit. Ich habe den hier jetzt schon seit fast Anfang an. Und der ist überhaupt nicht ausgeleiert. Ne? Oh, guck mal, hier ist das Laufen jetzt gerade da drauf gelegt. Also er springt noch perfekt zurück. Da ist irgendwie noch gar nichts drin. Ne? Aber ich nutze den auch nur zum Fahren, hier zum als Fahrhebel. Hier für Vorgewende und so weiter. Hydraulik. Und Joystick mache ich immer mit dem Kleinen. Nico, grüß dir. Moin oder was? Wunderschön. Das schöne Heu. Ja, das ist so. Blacky, ein wunderschön. Und DJ64, moin oder was? Ein wunderschön. Baumbart88, grüß dich. Moinsen. René River. Moin. Einen wunderschönen guten Abend. Der Black Cobra auch dabei. Moin. Na? Warte mal, habe ich da ja, eigentlich jetzt... Ne, habe ich nicht. Nein. So. Muss ich da mal eben einmal rausgehen. Moin, vorwärts, immer rückwärts, nimmer was? Wie, wo? RPG Ostharz, moinsen! Der zweite! Vielen, vielen, vielen Dank, René River. Vielen Dank im Prime Sub. Selbstredend. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich sehe noch keinen Jankis. Dafür würde ich trotzdem jetzt mal langsam zum Hof. Egal. Und vielen Dank für eure Follows. Max Purple Beast, herzlich willkommen. Grüße dich. Moin. Kommt auch noch Arminius K live. Arminius K hat sich heute noch nicht angemeldet. Ich weiß, dass der vorgestern zumindest in Arbeit geschwommen hat. Und ich da nicht weiß, dass der, ob der. Wolle. Vielen Dank auch für deinen Prime-Sub. Ehre, wem Ehre gebühre, Million. Dankeschön. TDV 9340, moin, nur geladen, auch einen wunderschönen guten Abend, moinsen. Bist du really Rentner? Nein. LPG Osthof, vielen Dank fürs erste Abo. Die Ehre auch dir, wem Ehre gebührt. Vielen, vielen Dank. Purple Beast, grüß dich, moinsen. Nein, das mit den Rentnern, das sagen die Ackerkommune, das sagen die immer aus Spaß, weil wir so ein paar Jährchen älter sind. Jungs, Jungs. Giskilo, ist das richtig ausgesprochen? Dritter Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch Ehre, wem Ehre gebührt. Nico, du weißt ganz genau. Komm, schmeiß weg, Black Cooper. Schmeiß weg.
Könnt ihr mir mal sagen, was ich mir dabei einfallen lassen kann? So, was irgendwie um... Ist das nicht ein Betten viel? Nico, dass ihr uns Rentner nennt, das sage ich auch gerne nochmal. Du vor allem. Wegen ein, zwei Jährchen, die wir älter sind. Black Cobra, meine Herren. Du meinst das aber auch gut mit mir. Zu gut. Das ist wirklich zu viel. Also vielen, vielen Dank für 5 Stück Gifted Subs, für Lorenz, für Nurgeladen, für Dom V8, für Jan Schubert und für Nibor. Black Cobra, Ehre wem Ehre gebührt. Vielen, vielen Dank, Menjo. Gifted und dann gleich 5 hinterher. Mega. Vielen, vielen Dank. Oder was? Heute ist mein Paket angekommen. Level up, richtig lecker. Na, dann gönn dir, Mann. Ich sag ja, Lenz, stell den kurzen bereit. Komm ich ja nicht mehr raus. Dann ist vorbei. Dann komm ich, dann kann ich nicht mehr so ausstreamen. Dann wird das weniger. Matze, grüß dich, moinsen. Einen hübschen Rentner ist das. Zielinski, kannst du auch eine Hofführung machen, bitte? Das schaffen wir, glaube ich, heute nicht. Das hatten wir letztes Mal schon. Könnt ihr, habe ich den Befehl drin, Ausrufezeichen YouTube? Da habe ich den VOD-Kanal. Da könnt ihr alle Streams nochmal nachgucken. Und da hatte ich das in der letzten Folge, die 5. müsste es sein, dass ich am Ende nochmal einmal einen Hofrundgang gemacht habe mit allen Maschinchen, die wir hier haben. Du 87, grüß dich, moin. Immer wieder eine Freude, euch zuschauen zu können. Bombasa 86, herzlich willkommen hier auf dem Kanal und schön, dass du dabei bist. Freut mich natürlich. Gerne abonniere ich deinen Kanal. Du hast uns viel Freude gebracht mit deinem Soundpack. Und macht immer wieder Spaß, dir zuzuschauen. Du hast definitiv mehr Abos verdient. Ey, guck mal, was da oben steht, Alter. 270. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt jeden Monat löschen muss. Weil ich nicht weiß, wann sich das zurücksetzt. Das ist mega viel. Ich weiß nicht über... Also, jedes Einzelne reicht. Also, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber, ne, das ist... Dass es überhaupt Leute gibt, die mir ein Abo geben. Das hätte ich nicht. Was startest du? Alles gut. No hate ist das nicht. Das weiß ich wohl. Hennis 89, auch schönen guten Abend. Moinsen. Nur bedankt. So gehört sich das. Glasfan Rainer, grüß dich. Moinsen. So, ich glaube, ich muss jetzt mal mich langsam darum kümmern, hier so ein Abfahrgespann irgendwie fertig zu machen. Nämlich der gute Alex ist, glaube ich, schon mit dem Drescher unterwegs. Oder? So, dass wir da irgendwie mal was hinbringen müssen. Ein Grab. Löffig, ja, nee, du. Was soll denn jetzt Alex denken? 39er vom 3-Achser Dämmler? Nee, wir fahren jetzt 2-Achser. Nico. Agrarprinz, erstmal vielen, vielen Dank für dein Abo. Vierter, glaube ich, irgendwie schon oder so, ne? Gerade gelesen, habe ich das richtig? Vierter schon im Prime-Sub. Mega korrekt. Vielen Dank dir. Shader ist GeForce Experience in Kombination mit dem Season Shader. Giskilo, 5 Gifted Subs für Blackie, für Files 5B, Lean LP, Metall 213. So normal. Ich kann gar nicht mehr mitzählen, ey, wie viele Gifted Subs ihr hier reinknallt. Das ist unnormal. Vielen, vielen Dank. Ihr Ne, Abo-Falle. Alle, die jetzt hier ein Abo bekommen haben, ist wie so eine. Die haben sich das gar nicht ausgesucht. Vielleicht wollen die gar nicht abonnieren. Hier gibt's keinen, der die Hand hochgehoben hat, gesagt hat, ich will auch ein Abo haben. Und trotzdem kriegen 5 Leute. Vielen, vielen Dank, Alter. Ihr seid Hammer. Vielen Dank. Meister, mach weiter so.
Epic Yosov, Dankeschön. Löscht euch. Unterlohn. Wusstest du, dass Alex schon da ist? Rapfire, sag mal, wo hast du die Insider? Jetzt sind wir alle da und heiß. Ah, so ist das, sagt Bernd Knauer auch. Großadmiral Andi, grüß dich. Schönen guten Abend, Foxfarm. Foxfarm YouTube, moinsen. Perfekt. Ja, sehr gut. Mir geilert auch gut. Linkstrecker. Ja, ich fahre Joystick, genau. Kann ich gleich mal zeigen. Warte, dann lassen wir nochmal die Tür auf. Ich könnte jetzt hier mit dem Joystick fahren. Hab da die Wendeschaltung drauf und... Ja, wo haben wir denn den richtigen? Ach guck, er hat mir den Reich hier schon hingestellt. Ich habe ein bisschen Angst um den Reich wegen Mulde. Den Dämmler nochmal fertig machen. Was steht da denn davor? Eieiei, den muss ich auch noch fahren. Im Obi, Maga, grüß dich, schönen guten Abend. Ja, kleine Neuheit hier am Hof. Da ist ein 926er Favo auf dem Hof gekommen. Alex quasi mitgebracht. Auch schöne Kombi, ne? Wir gleich nochmal zu. Tür machen wir zu. Udo, grüß dich. Moinsen. Lenkrad, Logitech, genau, dankeschön. Benz, ich habe meine Augen überall, sehe meine Pappenheimer, wo sie sich rumtreiben. Na, 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 na. So, jetzt müssen wir aber immer eben. Einen wunderschönen guten Abend, Janis, moin. Abend, ich muss mal meinen PC neu starten. Irgendwie schließt sich mein LS immer wieder komplett. Oha. Aber wenn ich im Menü bin, schließt es sich komplett. Ich starte mal eben neu. Jo, bis gleich. Bis gleich. Ja, der Chat ist schon da und ist völlig hier an die Decke gegangen eben. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, sorry. Alles gut, ich habe es mitgekriegt. du hast das schon gespannt fertig hingestellt. Ja, hatte ich. Ich habe ein bisschen Angst um Mulde. Ich weiß gar nicht, wo wir abkippen. Ich fahr dir erstmal einen Abschiebewagen hin. Ja. Links nach links, einmal links. Genau, im Grunde muss ich nur zum Händler fahren. Das ist so einfach. Ne. Mit 211 bist du drauf. Ja, 212. Warte, ganz gespannt. Urbi. Dankeschön für 210 Bits. Doch, ne? Alex sagte gerade, ob das Grundmodell von dem. Das ist das vom 800er Favo? Das ist frei erhältlich, ne? Ja, das ist frei erhältlich. Ich weiß, also. Den gibt es ja mittlerweile in ungefähr 20.000 Varianten. Ja. Lass mich kurz gucken. Die Haube ist vom Motherboard, das ist bekannt. Ich gucke gerade, ob es den noch zum Download gibt tatsächlich. Also in der Variante entsprechend. Ja, gibt es sogar. Ich weiß nur nicht, ob ich hier in den Chat... Ha, es geht sogar. Nee. Ich hab den Link in den Chat. Nee, geht nicht. Nee, warte. Schweinerei, sonst schicke ich ihn dir, dann kannst du ihn reinposten.
glaube, wenn du jetzt nochmal schickst. Ja. Ja. Okay. Dankeschön. Gerne. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob der Download-Link dahinter noch funktioniert, aber das wäre grundsätzlich der Mod gewesen und der Link funktioniert auch noch. Sauber. Holgi sagt auch wunderschönen guten Abend. Alex und auch Janis, wenn er gleich da ist. Ja, moin. Heute kam ja auch irgendwie auf Alice-Portal nochmal so ein 900er Fend. 900 Vario. Portal habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so in dieser Liste, wo ich raufgucke. Ich muss ja sagen, Asche auf mein Haupt, aber ich gucke mittlerweile ja unglaublich viel auf Alice und Winky. Da kriegst du ja so teilweise echt ganz gute Nischenmodelle mal. aber halt auch echt viel Mist. Ja. Ja, was habe ich denn da? Weg. Ich die Hochkurven bekomme. Die Hochkurven. Ein bisschen Mais, Saatgut. Das ist ja nicht ein Ich weiß es nicht. Oh. Gönn dir. Genau, Ruby, das ist Alex oder Katsu von Vertex Design. Lass dann einmal über den Acker fahren. Ich stehe auf der anderen Seite. War die Seedcam drinne bei dir? Muss ich geschehen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Ich glaube, das haben wir runtergenommen. Da gab es irgendwie eine Komplikation, nämlich mit dem Skript, das das glaube ich mit dem manuellen Überladen, glaube ich, nicht klappte. Moin Moin! Moin! Moin Janis! So, du lappt das hier wieder. Sehr gut. Ja. Moin Lenz, Chat erstmal. Ja. Deiner ist noch nicht live, habe ich gesehen. Geht gleich los. Ich gehe noch mal eben einmal wieder in die andere Gruppe, begrüße meinen Chat gleich und dann komme ich wieder hoch. Join aber schon mal eben, ne? Also kommt irgendwo jetzt. Alles klar. War es jetzt einmal rum? Brauchen wir dann noch einen zweiten Wagen? Oh, ich glaube. Könnten wir gebrauchen, aber wenn nicht, wird abgefahren zwischendurch, ist ja auch kein Ding. Ja. Dann müssen wir gucken, wenn wir jetzt gar nicht die Parallelaufgabe vom Schwaden haben, ob wir dann eventuell noch einen zweiten Drescher noch ansetzen, ne? Ja, könnten wir machen. Gibt ja erstmal genug Felder oder halt direkt Strohballen, ne? Ja, stimmt. Damit es uns nicht wieder vergammelt. Aber das Wetter ist bis Samstag sonnig. Ja. Bis Samstag muss dann halt auch immer wieder einer da sein. Ich bin morgen raus. Ich auch. Muss Matze denn machen, habe ich gelesen. RLP Farmer grüßt sich, Moinsen. Mappi auch da, Moinsen. Gomi, einen wunderschönen guten Abend. Eugi fragt schon, wer von uns immer die Sachen verliert. In einen Sack, das war ja der Düngersack, der ist bei mir aus der Drille rausgeflogen. Aber woher die ganze Palette kommt? Keine Ahnung, ne? Was denn jetzt? Ehrlich. Ihr GeForce Experience Shader läuft wieder. Ja, mega gut. Ja. Ein schönes Bild. Schöner Schlepper. Der Schlepper, der macht's einfach.
Ja. Also vom letzten Mal auch, deine Bilder, die ich gesehen habe, da ist schon Bock auf Wiesengrund, muss ich sagen. Also da ist ja auch viel Grünland, ein Muss, ein Must-Have. Ja. Ich habe es gerade eben noch zu Janis gesagt, so, ne, jetzt kam ja auch das Video raus wieder von Wiesengrund mit der Maisernte. Ja. Boah, es ist schon, gut. In drei Achsen, aber heftig, ne? Ja. Wenn man sich dann halt mal überlegt, dass die ganze Butze da mal abgefackelt ist, ne, wäre es auch schon echt bitter. So, der kommt natürlich völlig ohne GPS aus, ne? Der Favo? Ja. Achso, nee, da hat er doch drin. Okay. Hat er. Theoretisch hat er es, aber. Die Anzeige will noch nicht. Hat halt einen echt hart großen Wendekreis, die Kiste, aber. Ja. Einfach 78, schönen guten Abend auch nochmal, moin. Ja, feier die Wiesengrund passt perfekt zu ihm. Er liebt das Grünland. Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin auch lieber tatsächlich im Grünland unterwegs. Es war früher, also ist jetzt ja schon wirklich ein paar Jahre her, Stappenbach 5 im LS15. Ja. Hatte ich einen Kuhhof mit meinem Multiplayer-Trupp. Also wir hatten insgesamt, ich muss gerade überlegen, ich glaube, wir hatten drei oder vier Höfe sogar am Laufen. Und ich habe irgendwie gefühlt auch einfach nur das gesamte Auengebiet genommen und einfach nur Grünland gemacht. Grünland Ja. von morgens bis abends. Das ist, Ich finde es auch schon cool, wenn man sich also betrieblich dann eben auch darauf konzentrieren kann. Wenn es nur ein Nebenerzeugnis ist und dann so viel Raum einnimmt, finde ich es immer schwierig irgendwie. Und auf Wiesengrund ist es ja eher Fokus ganz klar auf Grünland Genau. und Getreide macht es halt so ein bisschen nebenher, um einfach das Futter zu haben noch. Ja. Aber das Gute ist, auf Wiesengrund gibt es ja auch genug Höfe, jeder kann sich aussuchen, was er machen will. Ja. Armin, einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Moin. Moin. Und LPG Osthof, die Bilder sind eigentlich immer auf Instagram dann. Ab und zu mal im Discord, aber selten. Die Getreidelager haben wir am Hof, ne? Die sind am Ackerbaubetrieb, müssen sie ja. Würde am meisten Sinn machen, aber. Ach, siehst du, da haben wir doch diese Offenhallen. Das ist doch einfach nur wie Schüttgut, dass man da rein. Ah, okay. Meinen Dann hauen wir es muss. als gut rein. Ja. Ja, dann klappt das doch gut mit der Mulde. Shader auch noch mal ein bisschen einplanen. Auch mal eine Wissenschaft für dich, da kann man auch eine Zeit verbringen. Ich wollte gerade sagen, dass. Ja, Armin, was ist denn? So, moinsen. Moin. Moin. Ja, Janis Rickert ist live, wird mir hier auch angezeigt. Janis Rickert Chat, moin. Jo. Was soll ich denn tun? Mir nochmal verraten, was letztes Mal bei den OBS-Einstellungen verkehrt lief. Siehst du?
Warte, schon wieder. Irgendwie, ich hab's ja auch vergessen. Warte. Also das war... Desktop Audio. Das war die Ausgabe Aufnahme und die Desktop Audio. Das war beides eingeschaltet. Und das hat sich, glaube ich, überschnitten. Okay. In den Audio, in den Audio-Einstellungen war das dann. Genau, in den Audio-Einstellungen, richtig. Das war beides auf an und immer wenn jemand was gesagt hat oder ein Fahrzeug lief oder der Spielsound, haben auch beide Balken praktisch ausgeschlagen und ich vermute einfach mal, dass sich das denn überschnitten hat, ne? Und sich das deswegen komisch angehört hat. Weil ich hatte dann sofort, als ich das gesehen habe, ausgemacht und da schrieb, ich glaube, Holgi Racing, dass es jetzt weg ist und von daher. Ja, cool. Rapfire, Klassfahrer, moinsen. Schomi schreibt auch schon, Regert ist da, nu geilert Laus. Yo, ich habe eben tatsächlich noch die erste Halbzeit von Werder geguckt, das wollte ich mir ja nicht nehmen lassen. Ja. Und ja, habe ich auch nichts verpasst und habe ich gedacht, jetzt kannst du auch hier auf den Computer gehen. Ja, na denn. Pilz 25, ja. Grüß dich, moinsen. Black Cupra und wer auch nochmal gefragt hatte mit dem Sound, ja, der kam nochmal zurück, weil, ist auch egal, aber er ist wieder eingereicht. Im Prinzip ist alles tipptopp. Maxter, grüß dich. Mir geht's bestens, Glasfahrer. Crazy Beer, danke fürs Follow, moin. Soll ich mir auch einen Abfahrgespann holen oder reicht das mit einem, oder... Genau, theoretisch haben wir zwei gerade. Ach, da steht schon einer. Genau, ja, das müsste reichen. Gerade schon gesagt, entweder nochmal einen Drescher oder wir fangen schon das Ballenpressen an, damit uns das nicht wieder weggammelt. Ja, meinetwegen kann ich auch anfangen zu pressen. Ich denke, diese Fläche mit zwei Drescher, ja, ich glaube, das lohnt sich fast nicht, ne? Nee, also theoretisch könnte man sonst halt noch auf der zweiten Fläche gleich mit anfangen. Ja, aber ich glaube, das passt mit den Abfahrern, ist, glaube ich, einer zu wenig, ne? Ja, das wird dann ein bisschen hektisch eventuell. Also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mir die Presse schnappen und schon anfangen zu pressen. Klar, haust du rein. Ich würde nur vorschlagen, dann das Vorgewende erstmal stehen zu, also liegen zu lassen, dass du damit... Ja, das genau, dass die Ballen dann nicht im Weg liegen beim Drehen. Ja. Webfire schreibt, dass er auch die erste Halbzeit geguckt hat vom Fußball und dann kam Lance live und er konnte sich nicht zurückhalten, ihn zu stürmen. Ah, sehr gut. Ja, das ist ja eine Perspektive hier, doch. Schön, ne? Ist schön. Es ist traumhaft. Ich hatte eigentlich den Plan, ich komme noch bis zum Anhänger zurück, aber ich glaube, der Ertrag ist ganz gut. Ja, soll ich mal ranfahren? Ja, ich glaube, ein Stück wäre ganz gut. Nehmen wir den mal für den Schlepper hier. Schön. Der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Guten Arbeitstag habe ich gehabt, Redfire, danke. Reicht den Favo gleich auch nochmal ein Stück höher? Ich dachte, du fährst andersrum. Ja, wollte ich auch, aber da wäre ich gar nicht rumgekommen, deswegen mache ich jetzt erstmal hier unten noch ein paar Bahnen. Jo. Oh, Webfire. Wie 60 grüß dich, Moinsen. Die Bims, LSPX bei Lanz. Wer grüß dich? Und Lux auch, schönen guten Abend. Michi 06 auch, Moinsen. Machen wir Quaderballen, oder? Ja. Ja. Achso, Marcel, der Joystick ist Thrustmaster Flight X-Sig. Findest du aber alles in der Info auch. Nico, moinsen, vielen Dank für dein Follow.
Ja, Klaas-Fahrer, sorry, hatte ich überlesen. Genau, das ist Lance hier im Chat, richtig. Da kann man sich doch auch Shortcuts drauflegen bestimmt, ne? Auf die Shader-Einstellung. Gute Frage, noch nie probiert, aber geht bestimmt irgendwie. Alles auf Stream Deck. Rapfire fragt, was wir zu den Factsheets heute sagen. Oh, ich hab wie ist eure Meinung? Dann fang ihr mal an. Ich weiß nicht, was rausgeht. Ich habe nur ein T7-Foto gesehen. Ja, ein T7 mit einer Pöttinger Rundbahnpresse war das, meine ich, ne? Jo, genau, die aus dem DLC, die Zweiachser. Genau. Was war das noch? Achso, der Futterroboter von Leli, ich glaube Vector heißt der tatsächlich, ne? Wie der Köckerling. Ein John Deere, oh, da bin ich 8 jetzt überrascht. Ach, genau, so heißt er. Mit weiter Kettenlaufwerkeinstellungen. Also schmale Raupen, aber breite Spur. Okay. Für so Kartoffelgeschichten und so, oder was? Ja, eher so CTF. CTF? Einstellung. Ja, Control Traffic Farming. Ach so. Also Horshis Spezialität im Grunde. Ja. Also. Genau, und dann war nochmal Stall und Silo King Selbstfahrer Futtermischwagen. Ah, okay. Aber Neubau, nicht der 17er. Mal sehen. Ja, weiß ich auch nicht. Also ähnelt schon sehr mit dem 17er, ne? Ja, ja. Also ich bin ganz ehrlich, mich haben sie nicht gekickt. Der Futterroboter ist ganz cool. Ja. Ist ein schönes Feature, aber ja. Ich sag mal aber so. Aber der Rest ist nichts Neues irgendwie, ne? Genau, der Content hat mich jetzt nicht so richtig umgehauen, muss ich sagen. Ich dachte, die zeigen eventuell mal was vom BOMAG. Aber. Da muss ich sagen, haben mich die Maschinen, die auf der Webseite kamen, mehr geschockt heute. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, siehst du. Warte mal, irgendwer Schlaues hatte bei uns eine Zusammenfassung gepostet, so von den wichtigsten Sachen. Oh Mann, was ist denn das? Ist hier irgendwas nicht dran, ne? Der schleudert ja gewaltig. Ich kann's gerade mal, also in den Acker, in den Landers- und Discord poste ich's mal rein. Es gab ein Brandner Miststreuer. Oh, okay. Dann, was mein Highlight aber tatsächlich ist, von Schrauten ein Güllefass und eine Gülleschlitze. Ach, eine Gülleschlitze? Jo. Zeig das mal eben, Mystery. Strautmann. Was unten Strauben? Rechts. Ja, genau. Unten rechts ist das Schrauten-Güllefass und ja. Die Güllestütze halt. Ja, cool. In AXA. Hatte sich jemand von Felix das Video zum Vorgewendemanagement angeguckt? Jo. Nope. Das sieht auch nicht schlecht aus. Also. Ja. Hab ich auch gesagt, wir haben das ja hier auf dem Server, aber ich war ja, Chris, jeder von uns war zu faul, sich das wirklich anzugucken und sich anzueignen. Ja. Habe ich gestern schon zu Felix gesagt, da braucht es so jemanden wie ihn, wo man dann mal eben so 10 Minuten genau. Sich das angucken kann. Ja, na gut, ist vielleicht was für mich. Er ist wirklich nicht schlecht, also. Also auch das Butterfly-Mähwerk. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Was ist das für eins? Elo, 7 Meter. Elo. Orange hier. Jo. Ja, cool. 7 Meter und das ist nur eins. Das ist zusammen zum Zusammenkommen oder wie? Warte mal, ich kann es dir gleich genauer sagen. Ich weiß nicht gerade die Typenbezeichnung nicht mehr, aber. Ja, Dodo, die meisten Mods, die es im
19er gab, gibt es auch einen 22er. Genau, also kannst ja theoretisch mal Elo Duett 7300 googeln, dann. Pero Vellas, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen, moin moin. Ah ja, mhm. Oh, hier liegt irgendwie noch eine Palette mit Maissaatgut mitten auf der Straße. Ja, die haben wir vorhin auch schon mal gefunden. Lloyd, moinsen. Mir geht's gut, und dir? Ich hoffe ja, dass nochmal so Butterfly-Mulcher kommen. Das finde ich geil. Ja, das, das wäre nochmal was. Nicht mit schwingenden Tüchern, sondern mit schwingenden Ketten halt. Das wär ja. Ehrlich. Hier ist das ein Miststreuer wahrscheinlich. Ein Achser. Armtech? Ja. Der grüne. Also nee. Das ist der Schmalspur-Miststreuer für Wein. Ah. Genau, der macht im Grunde legt der links und rechts halt einfach einen Streifen ab. Okay. Und das da drüber ist ein Briri, ne? Sehe ich gerade. Habe ich auch noch gar nicht genau gesehen. Ja. Ja, schick, schick. Ja, das, das schwarze Güllefass haben sie ja irgendwie. Naja. Und was ist das? Das ist von Farmtech. Das, ach Gott. Ich komme gerade nicht auf den genauen Namen, aber es ist das 15,5er. Und unsere Vermutung ist, dass das ein Luftfahrwerk hat und die in den Daten die Luftbälge häufig auf maximaler Ausfahrposition sind. Und deswegen ist einfach mal der Abstand von Reifen zu den Kotflügeln viel zu groß. Alles das klar. Ist das Farmtech Poli schieß mich tot, oder wie das heißt. Poli? Ah, ja. Kikis. Ja, genau. Ein ganz komischer Name. Und dann gibt es ein 14er, ein 15er und irgendwie noch etwas Größeres. Ja gut, da ist aber auch sehr großer Abstand hier auf dem Bild. Ja. Genau, das ist aber auch das 14er. Danke, Floyd. Und bei dem 15er mit den größeren Puschen, da ist der Abstand halt kleiner. Aber sieht halt so ein Stück weit aus, als ob die Luftbälge halt ausgefahren werden auf den eigentlich auf den Daten und deswegen ist das so ein bisschen stark sich, weil die auch allgemein sehr speziell aussehen. Ja, auf jeden Fall speziell, spannend, alles so kleine Begriffe, die mir auch dazu einfallen würden. Also das sieht schon merkwürdig aus, auch wenn es nur das 14er ist hier. Ja, ja. War das? Ja. Aber ich finde es halt schön, dass es mal ist mal eine andere Größe mit 15,5, ne? Das ist ganz cool. Auf jeden Fall. 716er TMS, grüß dich. Kausoi, moinsen. Crocodile Dundee. Rainer, einen wunderschönen guten Abend. Igelwagen, Akkuliner, Kistenwagen und Güllefass mit der Schlitze. Oh. Ach, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich mich auch. Hatte ich eben auch schon zu Alex gesagt. Also könnte meinetwegen morgen so weit losgehen. Ja. Ich hatte bei mir jetzt so im Stream oben ist jetzt auch ein Countdown. Also wie viele Tage, wie viele Stunden, wie viele Minuten. Ganz sehnsüchtig erwartet. Genau. Da hackt mein Bild. Warum liegen jetzt hier nur zwei Ballen? Kann noch mal gucken. Da ist er schon einmal durch. Das kann man ausstellen, einstellen, wie viele Ballen er abladen soll, ne? Hm.
Ist ja richtig. XXX muss da doch sein, ne? Ja, also ich kann übrigens theoretisch auch ganz gut leben, wenn er eigentlich immer nur Zweierpacken auswirft. Lässt sich deutlich handlicher mit arbeiten, Frontlader. Was heißt das X? Entlädt er da oder ist das bei Minus, wo er end, also beim Strich? X müsste eigentlich belegt sein, meine ich. Entlademodus. XXX, ich versuche mal was da. Echt? Obi, die kenne ich nicht. Kannst du die mal in Ach, immer wenn ich die Taste U drücke für meinen Hub, dann ändert sich das wieder, ne? Ah. Oder im LS-29. Ja, und ich wundere mich eben schon, warum liegt der beim ersten Mal. Kann man das nicht umbelegen? Lademodus. Ne, noch nicht, Floyd. Ich noch nicht. Wie es mit dem anderen aussieht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ihr habt bestimmt schon den 22er alle vorgestellt, ne? Natürlich. Sicher. Mit Seasons Pass. Mhm. Aber wer ihn noch nicht vorbestellt hat, kann ihn gerne über Lens mit dem Partner, mit dem Partnerlink gerne bestellen oder vorbestellen. Oder über jeden anderen Partnerlink und Teil dieser großartigen Community werden. Ja, oder so. So, Entlademodus hieß das, ne? Taste O. Das ist ja total nervig, wenn ich den hart an- und ausmachen will, dass sich das dann verstellt. Oh, das. Kann ich. Alex, muss man Windows 10 haben, um LS22 spielen zu können? Ei. Ich glaube auch. Ja, also laut Webseite Mindestanforderung Windows 10 64-Bit. Intel Core i5 3330 oder AMD FX8320, eine GeForce GTX 660 oder eine vergleichbare AMD Radeon R7265, 8 GB Arbeitsspeicher, 35 GB Festplattenspeicher. Bisschen gesteigert, also Holly, da musst du glaube ich nochmal nachrüsten dann. Und Thorsten, wunderschönen guten Abend, Moinsen. Genau, sind noch ein paar Tage. Lenz ist so genügsam, schreibt Redfire. Rapfire. Ja, sicher. Ja, sicher. So, Spielfilter mal. Was wieder das? Nutzt nichts zum Spielen. Hast du das bei dir wieder hinbekommen mit der Tiefenschärfe, Lenz? Ja, das geht wieder. Oh. Du musst da. Gibt's ein Update machen? Ja, Treiber installieren und dann läuft's wieder. Das ist doch sehr schön. Ja, Thunder 50. Eine 2080 sollte ausreichen. Aus Friesenjung, grüß dich, moin. EMC-Kanzler, so, da sind nur Mulcher. Ah, stimmt, ja. Okay, da ist ein Butterfly dabei, sagt er. Cool. Wollen wir mal gucken, wie er ablädt. Andi, moinsen. Darfst du es nochmal hoch? Ja, ich bin erst bei 43%, alles gut. Gut, dann kann ich den da gleich danach mal abfahren. Kann ich ja fast. Bist du denn hier schon am Pressen? Du bist schon am Pressen, ja? Ich bin genau auf der Straßenseite sozusagen. Ja. Wollte ich sowieso. Ich wollte nochmal eine Ballengabel kaufen. Ich weiß nicht, wie ihr das sonst macht. Aber ich nutze immer gerne diese Fliegel-Duplex, Kombi-Duplex. Ja. Ja, ich hatte jetzt das letzte Mal mit der Stoll, ganz klassisch. Zwei Ballen nebeneinander und dann gippen. Ja, ja. Die ist bei Ballen-Equipment dran. Ja, ja. Frontlader haben wir nur deinen jetzt, ne? 516 oder 514. Ach ja, das ist auch, ja, das stimmt. Ja, der Valtra hat einen Hauer dran und dann am 514 ist der Klicke dran. Eieiei, der zieht aber ganz schön. Der Ballenwagen hier, ne? Ja, also. Der Fendt musste da gerade ganz schön um die Ecke kämpfen. Ja, das ist auch in den Kurven. Die Presse schiebt den Trecker total. Mhm.
Yoshi, danke fürs Follow. Meister Popet, moin. Manolo, wunderschön. Manolo, moin moin. Der Shader. Aber der liegt denn ja gar nicht über die Kamera, nur die Kamera hat geruckelt. Eugen. Hast du deinen Spielfilter aus, Lenz? Nee, nee, nee. Achso, nee. Ich würde auch tendenziell sagen, der Rest vom Acker an Freide, der müsste auch in den Reischrein passen dann. Glaube ich auch, genau. Dann würde ich den Schlepper wechseln, gerade mal einen Lader mitbringen. Dann hole ich, glaube ich, die Palette gleich mal ab. Ihr denn jetzt auch Wochenende, ihr beiden? Ja, ei. Ja, ei. Doch, doch, ganz entspannt. Mal ein bisschen entspannen, nachdem heute schon wieder Chaos pur war. Ja, ist ja halt auch mal ganz, ganz angenehm, wenn man dann mal 2 Tage raus ist, ne? Das ist echt wahr. Auf dem Freitag war Stress heute bei dir? Wir hatten heute Dienstbesprechung. Okay. Ja. Das genau, mit einem hitzigen Kopf raus. Ja, genau. Einer unserer Leiter sagte auch so, ach, da können wir jetzt ja alle ganz entspannt ins Wochenende gehen. Natürlich der puren Ironie. Ja, ja. Pilz, nein, Armin ist glaube ich heute nicht da. Der ist im Chat im Lurk. Und nicht hier gut. So wie ich ihn kenne, ist er gerade in Verdansk. Verdun. Armin hat gestern im Stream erzählt, er hat dieses Wochenende Papa und Sohn Wochenende. Ach, richtig. Richtig. Ich vergaß, richtig. Stimmt. Falls du irgendwo hier im Lurk bist, Armin, dir und deinem Sohn auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Da will ich mich mal anschließen. Dem Sohnemann liebe Grüße und Armin dir auch. Genau. Ich hab bestimmt einen anderen Film ausgeguckt, als hier den Stream geguckt. Flo, moin. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du noch Tee? So, wo haben wir jetzt die... Unser Flo? Ja. Nee, Lin, noch nicht. Da hat Mottab das nicht ganz geklappt, aber ich denke, nächste Woche wird das. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da muss ich ja in die Halle reingehen, um aufzumachen. So war das. Nee, aber da
kann ich kein Getreide reinkippen. Okay. Was ist mit der Halle hinten in der Ecke? Andere Seite? Genau, da hinten ist auch noch eine. Ah, gut, die ist natürlich auch ein bisschen. Könnte knapp werden. Ja. Flo, ich mach bis circa 21:45. Hatte die Woche Nachtschicht 21 bis 6. Out of order. Ui, ui, ui. Danke, Webfile. Na? Dann haben wir auch nichts. Die Werkstatthalle. Ja, bleibt sonst noch der Hof gegenüber vom Shop? Ist ja. Hof Live Car oder wie das heißt? Oder bei Hessling, genau. Wo wir sowieso immer starten. Ups. Ah, gut. Jetzt auch wieder ein Viehbetrieb. Das ist irgendwie unnötig, da den nochmal anzusetzen. Hm. Natürlich eine schöne große Halle da, ne? Ja. Genau, hier ist das Stroh. Aufslager. Da ist auch eine große Halle, da wo der Strohverkauf dann auch ist. Und genug ja. Platz, irgendwas zu platzieren. Das könnte man natürlich auch machen. Ja. Da weiß ich nicht, was wir am Ordner haben. Ich glaube, es war eine ganze Menge. Ja, ja. Da, großes Getreidelager von mir ist tatsächlich sogar mit im Mod-Ordner. Oh. Dann die große Maschinenhalle. Eigene Schüttguthalle. Also ist eigentlich genug an Lagerhallen dabei. Ah, ja. Weiß jemand, ob wir Garnrollen noch am Hof haben? Negativ, weiß ich nicht. Nee. Okay. Nee, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, da wurde nach Bedarf nur eingekauft. Okay. Ah, alles klar. Holgis Farmingstube. Okay. Aber 6 Meter ist doch auch schon eine ordentliche Arbeitsbreite. Das schafft doch auch schon was. Warst du schon mit unterwegs? Wie knapp werden, ob das hier hinpasst. Ja. Alex, ich soll dich von Rapfire fragen, ob du weißt, in welchem Bundesland der Hof Wiesengrund ist. Ach, das ist ja... Puh, wenn ich da nicht schon gewesen wäre. Nein, Schleswig-Holstein. Okay. Genau. Ich glaube, es sind so 40 Kilometer von Kiel entfernt. Ja, Moment mal. Runder Lehrer, moinsen. Hey, Runder Lehrer, moin. Wo haben wir denn? Haben wir am Hof noch irgendwo eine Bebauungsmöglichkeit? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Auch voll.
Der runde Lehrer kommt auf jeden Fall aus der Nähe von Kiel. Okay. Ja, cool. Das macht doch bestimmt Spaß. Ist doch nur irgendwas am Ackerbaubetrieb haben. Ja, ich brauch gerade mal mit. Webfire schreibt gerade, er hätte auch Dr. Google fragen können, aber er hört Alex seine Stimme so gerne. Wir könnten natürlich die Halle hier nehmen, wo die Schlepper drinstehen und die Schlepper in die Halle rüberstellen, wo die beiden Gülle-Container stehen. Professor Klosoße, moinsen und ja, vielen Dank für dein Follow. Finde ich auch gut. Das ist eine klassische, also auch mit den Bierbänken hier vorne, was für eine Maschinenhalle. Ja, ne? Ja. Kann man ja mal fürs Getreide nehmen. Gut, frage ich mal um. Reicht der Reich dir noch, dass du da klarkommst? Ja, das reicht auf jeden Fall. Pack mal schnell mit um. Diese Fläche hier, Webfire, wie viel Hektar das sind? Oh, das kann ich dir so im Kopf gar nicht sagen. Weiß das jemand von euch? Nee, aber nee. Ich kann es dir sagen. So Pi mal Daumen 5,5 Hektar. Okay. Also, sagt zumindest. Ja, Feldeinkauf. Ah, ja. Weil dieser Wurm spart das einfach. Oh, Katastrophe. Alter, das Ding rückwärts zu fahren, kannst du auch einfach schenken. Ja. LS Wheelchair, grüß dich, moinsen. Lux, bin mal gefecht. An der Seite. Drei Fragen nochmal. Mais Plus müsst ihr ja auch drauf haben, oder? Zweitens, habt ihr schon Mais gehäckselt? Drittens, falls ja, hat das bei euch auch alles geklappt mit Festfahren und Zudecken? Nein. Also ja, Mais Plus und so weiter alles drauf, aber wir waren noch nicht Mais fahren, wir waren aber Gras fahren. Abdecken hat geklappt, aber beim Aufdecken, glaube ich, haben wir ein Problem, dass da links was liegt, ne? Ja. Ja. Wobei, das ist ja nicht unbedingt ein Mais Plus Problem, sondern das ist ja Base Game. Ja, Holgi, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das über das Wochenende nicht ganz so viel regnet, dass du Montag voller Tatendrang zur Arbeit gehen kannst und loslegen kannst. Jawohl. Und nachher nur ziehen muss, geht's. Ja. Ja, Webfire, Alex fährt halt nicht so gerne mit dem rückwärts. Was anderes hat er ja nicht gesagt. Platzieren auf der Map, ob das gefixt wurde, kann ich dir echt nicht sagen. Weiß ich. Ich mag unsere Feller-Projekte, so ist es nicht. Aber ich finde auch Wurmschwader so vom Konzept total cool. Hab auch den von Stefan Maurus früher schon total gerne genutzt, den Stoll. Aber ja. Rückwärtsfahren ist halt schon scheiße. Ich finde den Pöttinger Schwader ja ganz cool, diesen Seitenschwader. Mhm. Ist halt einfacher mit dem rückwärts zu fahren, ne? Ja. So.
Düngestreuer kann ja noch eine Ecke stehen bleiben im Moment. Der Stadtteil brauche ich gerade nicht. Ach, siehst du, den wollte ich abholen, deswegen bin ich. Ah. Okay. Dann hüpfe ich mal wieder in den Drescher rein. Jo. Die Wände dicht halten da. Vermutlich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Fleischfinger Ringedank, grüß dich. Moin, sind Fleischfinger. Moin. Ja, Marcel, am Samstag wird Meistertag, also morgen, wollen Armin und ich das vorstellen. Kennst du das Tool, Alex? Nee. Es ist ein browserbasiertes Tool für, eigentlich eher so für so Projektmanagement, Firmengeschichten, firmenintern und so weiter. Ja. Hat Armin mit eingeführt und hat das halt ein bisschen umfunktioniert, um da den LS so ein bisschen zu organisieren. Hat da einzelne Karten, kannst du da drauflegen. Genau, hat das dann alles mit Bildern unterlegt, sodass es eigentlich ganz übersichtlich ist. Ja, das nutzen wir tatsächlich für unsere, also wahrscheinlich in ähnlicher Form für unsere Projektverwaltung. Ja. Mega cool, so cloudbasierte Geschichten, ne? Das ist gut, dass ihr da schon so weit seid. Bei uns ist am Job ist das noch nicht so weit. Nee, also jobmäßig, um Gottes Willen. Ne? Also wir reden jetzt von... Ach so, okay. Gut. Ja, das hätte mich eigentlich auch gewundert. Nein, nein. Genau, also wir haben... Oder ich habe früher Trello benutzt, ist ja auch so... Ja, genau. Richtig. Und wir nutzen jetzt halt den Fabricator, der kann das dann in ähnlicher Art und Weise mit integriertem Bug-Tracking und allem. Genau, also... ja, habe ich für eine LS-Tatsache noch nie drüber nachgedacht, das zu nutzen. Bin halt seit 6 Jahren im Grunde oder knapp 6 Jahren bei unserem Arbeitsplan hängen geblieben. Ja, klar. Wo kann man das HUD ein- und ausblenden neu belegen? Ich glaube, das kann man nicht anders belegen, ne? Das O. Das würde ich auch sagen, das kannst du wahrscheinlich nicht verändern. Ich glaube auch nicht. Also ich habe immer, ich lege dann das Rohr ausfahren auf Steuerung rechts O, damit ich da nicht mitkehren komme. Bremen hat übrigens den Ausgleich gemacht. Yo. Weiß nicht, warst du gestern bei, oder heute Morgen war das, glaube ich, Kalle im Chat? Ja, kurz. Da hatte er gefragt, so, was kostet das denn eigentlich mit dem Ticket? Ich will mal hin und oder nach Kiel. Alter, ist das teuer. Also Holstein gegen Werder ist teuer. Zahlst du nie. Boah, 100 Euro. 97, 92 oder sowas. Ja, perfekt, Rapfire, danke dir. 10 Minuten haben sie noch. Ja, nicht ganz. Toni, ja, ich kann mit dem Joystick Gas geben, aber meistens fahre ich mit Gaspedal. Rapfire, wer ist denn deine Mannschaft? Weil du schreibst, dass die Sonntag gerade erst spielt. Au, Schalke. Oh. Naja.
kann man Mitleid haben. Ja, genau. Aber die haben sich ja im Moment echt tatsächlich gefangen, muss man ehrlicherweise mal sagen. Was man bei Bremen im Moment ja überhaupt nicht sagen kann. Auf und ab bei Bremen, ja, das stimmt. Ja. Basti der Bauer, grüß dich, moin, sind Taifuck, auch schönen guten Abend, moin. Tag oder Freitag. Guido, ein wunderschön. Und Marcel, irgendwann gegen Abend. Ich bin nochmal unterwegs morgen. Ich weiß nicht so richtig, wann ich wieder zu Hause bin. Denke mal irgendwie 18, 19, 20 um den Dreh. Witz dann aber auch nochmal auf die Börse. Kann man bei dir eigentlich deine letzten Streams nicht mehr sehen bei Twitch, Lenz? Nee. Hat das ausgeschaltet? Genau. Das ja. Ist jetzt nur noch dann über die Videothek auf YouTube. Ach, Rapfire, das wollen wir doch gar nicht wissen. Oh. Scheiße. Ich hab gehört, es gibt auch Leute, die lassen sich dann neu irgendwie ihren Lieblingsverein ja irgendwie an besondere Stellen tätowieren. Ja, nee. Oder ihre Lieblingstrecker oder Landwirtschaftsmaschinenmarke, habe ich auch schon gehört. Ja. Hey, Ring-a-Ding, Fleischfinger, moin moin. Soweit ist es bei dir noch nicht. Aber kurz davor, Rapfire, oder? Bin ich denn den. Wo den denn hingestellt, den Walter? Der ist in der Maschinenhalle jetzt mit drin. Gleich links um die Ecke im Tor. Ah, da. Ah, verstehe. Moin, oder was ist da los? Cooler Name, moin. Danke für dein Follow. Schönen guten Abend. Fleischfinger schreibt, was hat Marge Simpson 72 Stunden nach der Geburt ihres Sohnes? Boah. Eins zu zwei, sagt Holly. Keine Ahnung, was. Herrlich. Was, für Bremen? Jo. Jo, tatsächlich, geil. Jo. Webfire schreibt, Vertex als Tattoo hätte auch was. Ja, nee, da bin ich raus. Nee, keine Betriebszugehörigkeiten. Nee, ein 3-Tage-Bart nee. Schreibt er. Fleischfinger. Ah. Lenz, hast du den Werder-Boss heute bei dir gesehen auf dem Discord in der Bilderecke? Ja. Schickes Foto eigentlich. Richtig cool, ja. Ja. Wolle, ein weiterer zustande auf dem Hof. Wie kommt das denn? Alex? Schweigen. Ja. Soll ich mich da jetzt verantwortlich fühlen? Die Wendigkeit hat dich überzeugt, ne? Ja, tatsächlich die Wendigkeit. Und so schwach ist der. Also, wir haben jetzt ja nur den mittleren, aber theoretisch mit seiner Brustmotorisierung ist er ja auch gar nicht so schwach auf der Brust. Ne, bis 200 geht er hoch, glaube ich, ne? Ja, 201 PS oder so hat er, glaube ich, dann. Ja. Ich bin mit dem Bulldog aufgestiegen, Fleischfinger, weil ich letztes Mal 39 gefahren habe. Ich hatte heute einfach mal Lust hier auf den 800er. Ja, stimmt, Rapfire, die bleiben Dritter. Feuerwehrmann, grüß dich, Moinsen.
Mit dem Thrustmaster, also mit dem großen Joystick, mache ich eigentlich nur Wendeschaltung, Tempomaten, Hydraulikgeräte vorne und hinten. Boah. Hat einer mal was von Chris gehört, wie weit er mit der Seitenkonsole ist? Nee. Habe ich heute noch nicht gehört. Okay. Das ist meistens selten. Aber ich denke mal denn noch nicht, also der hat Druck. Er will ja fertig werden, ja, ne? Ja. Er muss auch fertig werden, weil in 4 Wochen hat er da gar keine Zeit mehr für, wahrscheinlich, für so ein Tüdelkram oder wenig Zeit. Richtig. Kriegt er auf den Finger, wenn er nicht mappt. Ja. Robi, vielen Dank. Kiel führt auch 2-1 gegen Dresden. Okay, Rap. Jörn, da grüße ich moins. Danke für die Manu, Info. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin mit der Raupe Xeron. Ja, Alter, 716er TMS. 22er wird geil. Wird geil, ist so. Alex Felix hat gestern auf die Frage, welchen Schlepper er sich als erster holen würde, gleiche gesagt wie du. 8S. Ja, das ist halt. Wann habe ich denn das letzte Mal gesehen hier bei uns? Ah, schon ein paar Tage her. War ich im Auto fahren und kam natürlich nicht an mein Handy ran. Sonst hätte ich mal ein Foto von dem gemacht, der hier bei uns im Lohn fährt, halt mit dem Schlüter-Design. Ja. Ja, würde ich gerne sehen. Sieht schon ganz cool aus. Alles klar, Fleischfinger, denn schon mal viel Spaß auf der Rade. Jo. Viel Spaß beim Güllejuckeln. Viel Spaß da. Roselisa, gerade grüße ich. Moinsen. 8S mit beigen Felgen. Ja, genau, Pilz. Kannst du jedem erzählen, nur nicht Armin. Perfekt nach Armin seinem Geschmack. Ja. Rapfire schreibt, das allererste im 22er ist ein 7810. Ja, bin ich ja auch. Ja, der Sound deswegen. Ja, Peter, schönen guten Abend und vielen Dank für dein Follow. Moin moin. Aber mit dem 8S kann ich schon verstehen, ist halt eine Maschine, die kaum einer kennt. Ne? Ob du jetzt aus der Landwirtschaft kommst oder nicht. Im Spiel neu, generell neu. Wobei der hier doch tatsächlich schon relativ gut vertreten ist. Echt? Ich hab noch nicht einmal gesehen. Also hier fahren, würde ich sagen, mittlerweile drei. Ja, doch. Drei oder vier fahren hier rum. Also alleine der eine Lohner hat halt zwei im Baustellenbetrieb fahren. Halt den einen komplett im Schlüter-Design, der andere bisher nur mit dem, also hat nur beige Felgen, hat aber noch keine Schlüter-Aufkleber drauf. Dann fährt hier von der Agravis noch einer. Und ich glaube, ich hatte irgendwo noch einen gesehen, den ich vorher noch nicht kannte. Ist das bei euch, wenn ihr Auto fahrt und einen Schlepper seht, werdet ihr dann auch unaufmerksam? Ja. Passiert mir nie. Nein, mir auch nicht. Ja. Resistent. Ja, bin auch ganz immun. Also nur mal aufpassen, dass man nicht laut die Motorisierung dann sagt. S4. Er ist immer noch das Silo auf der BGA voll, gerade. Oha. Was lese und höre ich da, sagt Armin. Armin, moin. Und Arion Racing Team Ahad, grüß dich und danke für dein Follow. Moin. Und Langer 30, grüß dich. Wenn ein MB-Tag vorbeidonnert, gibt's kein Halten mehr. Das teile und fühle ich sehr. Kann gleich mal ein Bild bei dir reinposten. Wir haben vorhin schon heiß diskutiert bei uns im Vertex-Team.
Oha. Weil wir haben einen neuen Partner für Gebäudebau und witzigerweise ist, haben die auch eine Halle gebaut, zwei Orte weiter bei mir und der Halleninhalt sieht aus wie der Link, den ich gerade gepostet habe. Fleischfinger schreibt gerade, wenn ihm ein Trecker entgegenkommt, dann hupt er wie verrückt, weil man sind ja praktisch Kollege oder man ist ja praktisch Kollege. Ja, okay. Ich würde auch gerne zugehören. Ich auch machen. Agrar Nils, moinsen. Schönen guten Abend. Das ist ein Waldraum. So, Lenz, jetzt kann ich beruhigt zugucken. Scheinbar hat Bremen gewonnen. Hä? Warum nicht? Ich freue mich auch tierisch. Ein Spiel gedreht zu haben bei Bremen, das ist ja auch schon etwas länger her, ne? Dass die mal aus dem 1-0 2-1 machen. Ja, ja. 2-1, ja. Sepp 81, grüß dich, Bauer Markus ist auch mit dabei. Moinsen. Hallo, moin. Das hingeschickt? Bei dir in den Stream-Chat mit rein. Theoretisch. Ja, Fleischfinger, da werden doch immer Leute gesucht. Stream-Chat? Ja. Bernfahrer Banane, vielen Dank für deine 202 Bits. Vielen, so, vielen Dank. Vor einer Minute. Moin. Weil ich kann es uns auch nochmal... Ach so, ach da. Ach krass. Urbi, wie viele Tage musst du noch auf deinen alten Namen wieder warten? Warte mal. Da gibt's ein YouTube-Video doch zu der Flotte, oder nicht? Ja, da gibt's viel zu der Flotte. Da gibt's auch einen Profi-Artikel und. Ja. Hab's vorhin so schön gesagt. Also, die ist bei uns hier, sag ich mal, so der größte Galabauunternehmer. Mittlerweile hat er aber ein paar verkauft und auf LKW umgesetzt und. Ist aber halt einfach unglaublich krass. Das ist halt von 1300er bis 1600er hoch. Und du hörst halt immer erst das Brüllen und dann kommt halt der Rauchschwad vorbei. Und wir hatten halt genau neben dem Jugendamt, haben sie einen Rewe gebaut. Und da ist Brasche halt Erde gefahren. Und du hast halt andauernd die MB-Trachter pfeifen hören und dann kam immer so der Rauchschwad unterm Fenster vorbei jetzt so. Krass, ja. Geil. Egal. Ja, Fleischfinger, da brauchst du auf jeden Fall Führerschein Klasse T oder C für gewerbliche Fahrten. Und Fernfahrerbanane, noch 50 Tage, Wahnsinn. Ja, aber die gehen auch rum. Udo sagt hier gerade, tut mir leid, ich freue mich nicht, aber der Sieg sei euch gegönnt. Dankeschön. Danke. Luke 1233, herzlich willkommen, schönen guten Abend und vielen Dank für dein Follow. Bist du alles losgeworden, Alex? Ei, wenn alles losgeworden. Ja, sauber, dann fahre ich gleich mal eben ab. Oder sollen wir wechseln, willst du? Oh, mir egal. Wenn du dreschen willst, kannst du auch gerne ohne dreschen. Ich habe Spaß mit Beilen, muss ich sagen. Ja, dann fahre ich nochmal ohne Drescher, es sei denn, Jannis möchte gerne wechseln. Nee, alles gut, ich kann gerne weiterpressen. Landwirt ohne Land. Danke schön für dein Follow. Mich nicht die Ballengabel für diese Ballen benutze. Du meinst den Greifer vom Probergung. Arbeite ich nicht so gerne mit, muss ich sagen. Ich auch nicht. Da nehme ich auch lieber eine Gabel. Ja, habe ich auch dabei. Alles klar, Urbi. Dann viel Spaß.
Jo, viel Spaß, Obi. Ich fand den Schlepper toll, bevor es cool war. Welcher Jagger bei Twitch? Den 8S oder was? Oder den MG-Truck? Gilt aber heute bei mir, das ist unglaublich. Bei mir auch. Ja, die FPS aber heute, die sind auch echt heute. Achso, ja. Ich hab 42, bei mir geht's heute voll. Ja, ich hatte jetzt aktuell habe ich auch 42, aber ich hatte vorhin schon 35, 36. Ja, auf dem Hof hatte ich unter 30, weil ich mit 26 FPS rumgetingelt. FPS gehen bei mir gerade, also gut. 35 und 40. Ja, aber der Stream ruckelt auch. Ja, ne? Ja. Hatte ich gestern bei dir auch, Lenz. Das hatte ich sonst noch nie, aber der hat alle 5 Minuten musste er irgendwie laden. Hatte ich und, heute bei Kalle auch. Und ja, keine Ahnung, ich hatte gestern beide laufen, dein und Armin sein. Mhm. Und bei Armin war es nicht so. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das vielleicht einfach ein Stream zu viel. Und habe ich Armin sein mal ausgemacht, aber es hat nichts dran geändert. Komisch. Manchmal. Duri, moin. Ne, ich sehe das auch. Bin nicht ganz korrekt, was da läuft. Davon aber schon mal gehabt, den Stream, und dann war es wieder weg. Jetzt so weit aus. Okay, das liegt auf jeden Fall meiner Grafikkarte da, ne? Also beim nächsten Mal pressen kann ich euch nur einen Trecker mit Radgewichten empfehlen. Ja. Also der ist richtig am Rutschen. Schumi. Ja moin. Auswärtssieg. Schön, ne? Schumi, hast du schon dein neues Symbol gesehen? Oh, das ist, glaube ich, eine Frage für dich, Alex. Ja, ich weiß tatsächlich gerade nicht so genau, was damit gemeint ist. Bei den X-Cut kannst du eigentlich nichts anbauen. Der ist ja nur im Grunde als Front- oder Heckanbau für einen Trecker gedacht. Da ist ja nichts irgendwie, der hat ja keine Hitch, wo du nochmal was Neues anbauen könntest. Ja, Schumi, das habe ich. Alex, wo fährst du denn als nächstes hin? Weißt du das schon? Oder guckst du da? Ich würde gleich mal schauen, ja. Dann müssen wir wieder zurückgefahren. Was haben wir denn da in der Nähe noch ein Feld? Will ich, glaube ich, zu 150 mal rüberfahren. War 150? Ja, die ist erntereif.
kommt das, dass die Grafikkarte jetzt auf ist bei 90%? Hat sich irgendwas bei GeForce mit aktiviert eventuell? Genau, durch den durch das Update. Ja, weil der auch an den Shader, weil die Shader ja gewechselt hast, nicht, dass er da irgendwo jetzt sind wir alle da. Shadowplay mit aktiviert hat oder so. Die Shader gewechselt? Ja, Lenz hatte ja da seine GeForce Shader hin und her geswitcht. Nicht, dass da jetzt irgendwo gerade eine Aufnahme im Hintergrund läuft. Ja, Schumi, wenn du nicht möchtest, kannst du das auch sagen, ne? Dann. Wenn doch mal drüber schnacken. Das ist schön. Harry der Igel grüßt dich, Rico auch. Schönen guten Abend, moin. Moin, Harry der Igel. Ich fahre um die Kurve und da kommt das Auto angezogen. Ne? Naja. Solange das nur das Auto ist und nicht der Endgegner. Nee. Knall drüber gebügelt. Wenn's gestern schon war, da hatte ich den Treiber ja auch noch nicht installiert. Also muss das nochmal was anderes sein. Das muss irgendwas mit dem Stream zu tun haben, glaube ich. Also hatte ich sonst bei dir tatsächlich auch noch nie. Ja, so eine Auslastung hatte ich auch schon. Vollzeitgänger, grüß dich, moinsen. Ich werde den Stream mal eben beenden. Falls das nicht mehr klappt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Mal kriege ich das nochmal kurz hin, dass ich euch nochmal kurz. Rapfire ist auf den Endgegner am 22er gespannt. Ja, vielleicht fahren da ja auch mal Traktoren oder Erntemaschinen. Das wäre halt auch mal was Nettes, ne? Ja, das wäre tatsächlich ganz nett. Chris baut momentan seine Seitenkonsole zusammen und ist damit beschäftigt. Das macht er. Und dann hört man auch wieder was von ihm. Vollzeitgänger, dann kurze Frage, kannst du bei Janis Rickard in den Chat reinsetzen? Da gehen wir jetzt mal eben mit dem Raid hin und wenn es klappt, dann mache ich den Stream wieder an. Mal gucken. Ja, ansonsten, mach mal wieder an. Ich versuche das. Ansonsten schönen Abend. Tschüssi. Jo. Ja, tschüssi. Bassi, der Bauer, vielen Dank für dein Follow.